Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem Antrag an sich hatte ja Frau Schuri in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bereits geredet. Deshalb beziehe ich mich jetzt nur auf die Rücktrittsforderung, die am Änderungsantrag sozusagen gestrichen werden soll. Und dazu will ich ein paar Worte sagen. Wir würden eine solche Forderung jetzt zur Abstimmung stellen, wenn die verhinderte Aufklärung der NSU-Morde, die Ungereimtheiten bei der Rolle hessischer Dienste, gerade im Hinblick auf den Mord an Halit Yozgat und die ganz spezielle Rolle, die Herr Beuth dabei spielt, nicht so eine grundsätzliche Brisanz hätten. Im Rahmen des NSU-Untersuchungsausschusses wurde die Aufklärung immer wieder vom Innenministerium torpediert. Nicht zuletzt, weil das Ministerium und der langjährige ehemalige Innenminister Volker Bouffier selbst ganz offensichtlich darin verstrickt war. Beziehungsweise Volker Bouffier und eben auch Peter Beuth. Neben unvollständigen Aktenlieferungen, großflächigen Schwärzungen, verschwundenen Akten, Erinnerungslücken bei Angestellten der Sicherheitsbehörden zeigte sich gerade Innenminister Beuth ganz in Höchstform als wichtige Dokumente des Verfassungsschutzes für 120 Jahre gesperrt und so die Aufklärung unmöglich wurde. In dem Bericht ging es unter anderem um gravierende Versäumnisse im Kampf gegen rechte Gewalt und Terror, die sich der sogenannte Verfassungsschutz in einer internen Untersuchung selbst attestiert hat. Nach teilweise Veröffentlichung des 120 Jahre Geheimberichts durch die Linke und bundesweit anhaltender Kritik wurde die Geheimhaltungsfrist einiger Dokumente dann auf 30 Jahre begrenzt. Personelle Konsequenzen aus dem NSU-Komplex erfolgten in Hessen jedoch nicht. Entgegen aller Versprechungen bleiben die Behörden auf dem rechten Auge blind. Insbesondere auch wieder die Hintergründe zum Mord an Dr. Lübcke zeigen, dass Akten aus dem NSU-Umfeld auch gegenüber dem NSU-Ausschuss zurückgehalten und offensichtliche Bedrohungen weiterhin schlicht nicht ernst genommen wurden. Auch der Lübcke-Untersuchungsausschuss erhält Akten stark geschwärzt und die Regierungsfraktionen beschränken und verzögern die Ausschussarbeit wann immer möglich. Die Reihe der Skandale, in die Peter Beuth in seiner Rolle als Innenminister verwickelt ist, wird immer länger und zeigt eine beängstigend konsistente Richtung. Von der Nichtaufklärung des NSU-Komplexes über die weiterhin gravierende Unterschätzung der Wirkung rechter Hetze und Gewalt durch militante Neonazis, die Morde und Morddrohungen in der seit einigen Jahren virulenten Form überhaupt erst möglich macht, bis hin zur beschämenden Rolle des Innenministeriums beim NSU 2.0-Skandal. All das führt zu einer nachhaltigen Verunsicherung jener, die potenzielle Ziele rechter Bedrohungen und Anschläge sind und die nicht sicher sein können, dass der Staat und seine Repräsentantinnen tatsächlich auf ihrer Seite stehen. Das gesellschaftliche Klima, das durch das Verhalten des Innenministeriums erzeugt wird und das Kleinreden und Vertuschen solcher Vorgänge stellt gerade zu einer Ermutigung für rassistische und faschistische Gewalttäter dar und das ist schlicht unerträglich. Hier müssen jetzt endlich Konsequenzen gezogen und ein klarer Strich gemacht werden. Und deshalb ergibt diese Rücktrittsforderung, die wir in unserem Antrag drin haben, und da werden wir festhalten, auch durchaus Sinn.